Ja. Oder hier auch in dem ein stinknormaler Dialog und der ja. Freund von ihm im Bild. Ein exotischer Kater sitzt fast ein Jahr lang im Schaufenster der Zoohandlung. Das ist schlecht, denn die meisten Menschen nehmen lieber die kleineren, niedlicheren Kätzchen. Doch eines Tages kommt ein älterer Mann in den Laden und will explizit diesen Kater, weil er ihn süß findet. Herr Kanda nimmt das Tier mit in sein großes Haus, in dem der verwitwete Pianist alleine wohnt, und nennt ihn Fukumaru, was sich vom japanischen Wort für Glück ableitet. Trotz des Glücks und aller Freude, die sie einander schenken, müssen der Mann und sein tollpatschiger neuer Begleiter sich erst einspielen. Es gilt, Hürden wie das Baden, das Katzenklo oder ein Halsband zu meistern. Außerdem kommt es immer wieder zu interessanten und aufregenden Begegnungen mit anderen Menschen. Aber egal welches Problem sich auftut, die Liebe zwischen Herrn Kanda und Fukumaru triumphiert stets, bereichert ihrer beider Alltag und Leben. Garfield, Hobbs oder die Katze des Rabbiners. Die Liste der beliebten Comic-Miezen ist lang und illüster. Mit Fukumaru aus A Man and His Cat hat Umi Sakurai der 9. Kunst einen weiteren tierisch erfolgreichen Protagonisten beschert. Der Manga über den einsamen Mann und seinen drolligen Kater startete 2017 in Japan und wurde dort ein Millionenbestseller. Mittlerweile gibt es sogar eine Live-Action-Fernsehserie. Bei CrossCult liegen bereits 4 Bände auf Deutsch vor. Das ist sehr gut, weil ich habe ja nur 3. Du hast den 4. schon gelesen? Nein, der kommt jetzt erst in 1-2 Wochen raus. Gut, dann weißt du es auch noch nicht. Oder hast du ihn auf Japanisch schon gelesen? Nein, das nicht. Gut. Bevor ich dich was frage, darf ich kurz meine Gäste mit ins Boot nehmen? Hattest du Zeit, hier unsere Werke zu lesen? Ja. Und das hast du auch getan? Das habe ich auch getan. Und bist du überhaupt noch bei all deinen aufregenden Jobs, suchst du dir Zeit für Comics lesen? Und wenn ja, sind auch da Mangas dabei? Ja, tatsächlich bin ich gar nicht so ein großer Comic-Leser. Ich bin niemand, der jetzt regelmäßig Comics kauft und liest oder Mangas. Ich bin hauptsächlich mit Comics in Berührung gekommen durch Filme, wo der Film mich dann interessiert oder begeistert hat, wie Sin City. Damit hat es, glaube ich, angefangen, damals auch schon wieder ewig her, dass ich mir dann diese Graphic Novels geholt habe. Auch die Superhelden? Da gab es ja so unglaublich viele Filme. Also Superhelden-Comics habe ich nie mehr im Leben gelesen, außer vielleicht mal einen Batman-Comic, der mir geschenkt wurde. Aber generell, also, nein, ich muss ein bisschen zurückgehen, sorry. Ich muss ein bisschen weit aus, sondern meine ersten Berührungen mit Comics waren Das lustige Taschenbuch und Co. und Tim und Struppi. Das habe ich als Kind gelesen, die beiden Sachen. Und dann lange Zeit nichts. Und irgendwann kam es mit Sin City zurück. Watchmen habe ich mir auch noch den Film geholt, weil ich den Film teilweise super fand und teilweise furchtbar. Und der Comics ist wesentlich besser. Der Comic ist millionenfach besser. Gelesen dann auch. Ja. Und beeindruckend. Ja. Habe ich dem Volker zu verdanken, dass ich das gelesen habe. Ja, ich war der Meinung, du müsstest den lesen. Ja, weil wir saßen ja relativ am Anfang dieser Produktion und dann sagte er das. Und ich dachte, was ist denn das? Und dann habe ich es gar nicht geglaubt. Er hat mir den wirklich geliehen. Ich konnte gar nicht glauben, dass Nerds einem einen Comic leihen, ne? Wo ich doch gerne Nutella-Fettflecken in so einem... Ja, aber du hast ihn, glaube ich, einigermaßen unbeschädigt wiederbekommen. Ja, ich musste mir kein neues Exemplar besorgen. So will ich dich nämlich. Und ich war total beeindruckt. Ich auch. Und dann habe ich tatsächlich den Film mal geguckt und dachte, was bist du denn? Das war so eine ähnliche Frustration wie bei der unendlichen Geschichte. Also ganz ehrlich. Ja, das nur am Rande. Ja. Aber, und zu deiner Frage noch, also dementsprechend, in letzter Zeit lese ich wieder ein bisschen mehr. Ich habe so ein bisschen so ein Fable entwickelt für Horror-Comics und Mangas auch. Da aber auch erst überhaupt zum ersten Mal mit Mangas in Berührung gekommen. Junji Ito, so ein Autor und Zeichner. Sich ja da Manga musst du mit ihm drüber sprechen. Er ist hier der Manga-Freak. Ja, ja. Gut, also, das ist natürlich der extreme Body-Horror sozusagen. Da verbindet sich das. Ja, das finde ich sehr, sehr geil. Also ein Body-Horror und vor allem, weil in so einem, sei es jetzt Manga oder Comic, halt auch einfach so Fantasien umgesetzt werden können, die in einem Film halt viel zu teuer wären oder technisch vielleicht zu eingeschränkt wären. Und gerade bei Horror finde ich es am spannendsten, wenn es wirklich grotesk wird.
Junji Ito finde ich zum Beispiel da super und ich habe mir auch eine ganze Reihe von so Lovecraft-Adaptionen geholt. Bin großer Lovecraft-Fan und ja. Josephine, hast du ein Verhältnis zu Mangas? Es hat mich vorhin der Marc auch schon gefragt. Ich habe dann erstmal gesagt, so, nee, gar nicht. Und dann fällt mir jetzt aber, wo du das erzählst, ein, doch, ich habe tatsächlich schon ein paar Mangas gelesen, die ich einige gut, andere nicht so gut fand. Das letzte war die Vorlage zu Sweet Home. Das ist auch so eine Netflix-Serie jetzt, die ist der Hammer, also ich finde das richtig gut und auch das Comic ist unfassbar gut, also da sind wirklich so beide Varianten, wo man wirklich sagt, das kann man für sich betrachten. So. Ich bin Anime-Fan, muss ich gestehen, also ich gucke gern Animes und das Manga ist immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ich diese expressionistischen Emotionen immer nicht so wirklich ertrage. Also das diese Heidi-Attitüde, wo ich mich immer dran störe. Oder hier auch in dem ein stinknormaler Dialog und der Freund von ihm im Bild. So eine Mimik, ja. So nach dem Motto, hast du ich verstehe. Aber deswegen, pass auf. Dieser Mann hat einen Manga-Laden in Hamburg. Deswegen ist dieser Mann, nicht nur deswegen, aber der Mann ist hier und ich frage dich, lieber Volker, weihe mich mal bitte in diverse Dinge ein. Ich habe Fragen, auch hierzu. Ja, einen ganzen Katalog, okay. Das heißt, er ist ja Witwer, der alte Mann. Dieser Mann sieht nicht älter aus als 35. Moment, ich gebe dir ein paar Stichworte und du kannst einen langen Monolog halten, der von mir nicht unterbrochen wird. Der alte Mann sieht nicht älter aus als 35. Wir sind in Japan, es gibt nicht einen Japaner in dem ganzen Manga. Die Frauen sind alle blonde Barbies. Und die dritte Frage ist, wie hast du das gerade so schön ausgedrückt mit den Emotionen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich weiß es auch nicht mehr, egal. Expressionistische Emotionen, hast du gesagt. Danke. Expressionistische Emotionen. So, wenn der mit seinem Freund zusammen ist und der einfach nur einen stinknormalen Satz sagt und in dem Panel abgebildet ist, als hätte er gerade erfahren, das Fukushima-Kernkraftwerk ist hochgegangen. Erklär mir bitte die Mentalität der Japaner. Wieso ist alt nicht alt? Wieso ist japanisch nicht, also eigentlich nur europäisch? Und wieso diese übertriebene Mimik? Ich kann dir das gar nicht erklären. Also das mit dem alt ist mir auch aufgefallen, da habe ich selbst gestutzt, wo ich auch sage, meinetwegen sollen sie ihn älterer Mann nennen, aber alter Mann ist eigentlich Unsinn, so wie er aussieht. Ja. Da habe ich tatsächlich genauso gestutzt wie du. Die Frauen sind nicht alle blond, die Tierverkäuferin. Die Tiermadame, die ist die einzige, die einen Hauch japanisch daherkommt. Ja. Seine Ex und auch, also nee, komm, das ist schon blondes Haar und Stupsnäschen. Ja, das ist so in den Manga und auch in den meisten Animes, dass diese Figuren tatsächlich nicht unbedingt japanisch aussehen, sondern in fast allen Serien das tatsächlich nicht so erkennbar ist. Das ist so, das ist auch schon seit vielen Jahren so. Ist das, weil die auf den Weltmarkt schielen oder weil die ein Problem haben? Das mag ein Grund sein, denn wenn du dir ältere Sachen so noch aus den 70ern anguckst, frühen 80ern, da war das noch mehr, dass man das Asiatische also erkannt hat, sozusagen. Das ist weniger geworden und das hat sicherlich auch mit dem weltweiten Export und Erfolg von Animes und Manga zu tun. In der Tat ist es so, dass, vielleicht macht es auch bei uns zugänglicher, ich weiß es nicht, dass die eigentlich eher undefiniert aussehen, also dass du sie nicht unbedingt jetzt zuordnen könntest, also jedenfalls nicht speziell nach Japan. Das ist so und wird auch von den Autoren so gemacht. Der andere Punkt war, ja, das ist natürlich immer ein besonderes Stilmittel, dass dieses wahnsinnige Erröten oder Zusammenzucken bei ganz harmlosen Sätzen, das ist auch bei all diesen Mangas, die in der Schule spielen zum Beispiel, so und so, dass dann immer so wahnsinnige Gesichtsausdrücke, teilweise auch in den Animes, ändert sich ja auch der Stil. Die Figuren, die zuerst noch realistisch gezeichnet werden, sobald sie sich erschrecken, erröten oder irgendwas Dramatisches passiert, werden sie zu überdrehten Cartoon-Figuren, also Chibi-Style nennt man das dann. Das ist ein Stilmittel, das da verwendet wird. Das ist aber eine Abstraktion natürlich und die Leser verstehen das auch so, dass das natürlich keine realistische Darstellung ist. Ich darf dich aber dennoch fragen, weil ich meine, ich hätte mal gehört, ich kann jetzt nur aus Vorurteilen rezitieren. Aber
Der Japaner an sich ist ja, tickt ja auch ein bisschen anders jetzt als so ein Mädchen wie ich aus Gummersbach. Bestimmte Dinge scheinen ihnen ja auch wirklich sehr, sehr peinlich zu sein oder sich nicht zu gehören, wie man so schön sagt. Also kann das eine Ursache sein, dass sie kulturell so geprägt sind, dass sie sich bestimmter Emotionen nicht bedienen sollen, weil es sich nicht gehört oder wie auch immer, dass sie das praktisch so als Ventil benutzen, mit dieser übertriebenen Mimik was loszuwerden für ja, sich. Ja, das ist sicherlich so. Und da sind also wirklich Sachen, wo du denkst, was ist denn daran jetzt so schlimm? Und die reagieren halt in so einen extremen Gott, ich versinke im Boden vor Scham oder so. Was ich aber auch nicht dir erklären kann, was ich aber auch so faszinierend finde, ist, obwohl diese Kultur eine andere ist, kommt das in unserer Jugendkultur aber halt auch wahnsinnig gut an. Und die konsumieren und lesen das ja alles und finden das ja toll, obwohl es bei uns nicht so ist an sich. Warum das so ist und warum bei uns nicht eher so eine Art Fremdeln einsetzt, weil die sich so komisch verhalten, sondern weil die alle da mitgehen können. Also ich sehe es auch manchmal, wenn so vielleicht so eine Gruppe sich so ein Anime anguckt von 3-4 Leuten, die gehen wirklich mit und jauchzen und jubeln dann teilweise genauso. Das trifft irgendwie tatsächlich trotzdem den Nerv, obwohl es eigentlich nicht unserer Kultur entspricht. Gut, dann brauche ich jetzt den Filmregisseur. Wie erklärst du dir das? Woher es kommt oder warum es ankommt? Beides. Also, puh, schwierig. Also ich glaube, also was du eben gesagt hast, finde ich, klingt sehr nachvollziehbar. Also es gibt auf jeden Fall vieles, was in der japanischen Kultur irgendwie so verpönt ist oder wo gerade Frauen irgendwie so sich nicht so verhalten sollen, dass sie zu, es gab, glaube ich, gab es nicht auch mal sowas, wo es gibt Situationen, eine Frau darf nicht irgendwie beim Essen was sagen oder lachen, irgendwie so früher zumindest. Ne? Ah, ja, ja. Ist das auch gefährliches Halbwissen hier, aber auf jeden Fall, kann es daran liegen, ja, unterdrückte Emotionen, die da einfach ausgelebt werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man damit aufwächst, gerade auch im Anime, so werden Serien und Filme, die dann auch von Kids geguckt werden, außerhalb von Japan, dass man sich einfach daran gewöhnt und es immer nachahmt, dass es halt normal wird. Also das quasi der Manga oder der Anime quasi die Jugend auch zum Teil erzieht damit. Das ist normal. Design, Nachahmeffekt. Meine ich tatsächlich auch so bei der Kundschaft im Laden festzustellen, wenn die sich untereinander unterhalten, die Mangas durchblättern oder kichern oder reagieren oder oh mein Gott. Und also auch total extrem. Wirkt ein bisschen kindisch immer natürlich, dass, wenn du es so beobachtest. Aber ja, also dieses Nachahmen und teilweise sich genauso nehmen, ist da auch da. Ja, ihr seht mich schweigsam. Josephine, sprich mit mir. Ich überlege gerade, ich habe bis vor ein paar Jahren an der Uni noch mal Japanisch studiert und das ist nee, halt, du bist verrückt. Also jetzt nicht studiert, es war halt so ein Sprachkurs, der aber von einer Japanerin gegeben wurde und, Entschuldigung, falsch formuliert, genau, also es waren in 2 Jahre oder so, habe ich das dann tatsächlich noch durchgehalten. Es war unfassbar viel zu lernen, also diesen, lassen da keine Schwächen zu. Es ist wirklich so mit der... Ja, das ist der Japaner. Ja, und ich überlege jetzt einfach gerade, weil das in diesen Textbüchern so war das auch immer so. Man hat dann so diese Dialoge auch mal auf Kassette gehört und es war halt immer so geschrien fast. Also ne, es ist ja sowieso eine sehr rhythmische Sprache, auch ganz schnell wird es gesprochen und so. Und ich glaube, das viel auch in dieser Übersetzung einfach verloren geht. Also ich kenne jetzt nur, was weiß ich, ich habe mal dann im Original, dank Netflix kann man ja alles, ich gucke auch rumänische Serien, nee, wirklich jetzt ohne Quatsch, in der Tat, was diese, also ich kann überhaupt nicht, deswegen, ich sage nicht, so, jetzt war aber, ging es dann aber auch gerne mal um irgendwelche Samurai, da hast du natürlich gedacht, das ist ein paar hundert Jahre her, da geht es eh nur um Ehre und Krieg und dann habe ich gedacht, ja, deswegen sind die so hart drauf da, die Jungs, aber dass das im Jahr 2022 noch, ich weiß nicht, wir hatten damals in Gummersbach, ich war ja auch ein temperamentvolles Kind, es gab einen Ausdruck, mit dem man mich gedisst hat, was heißt gedisst, die Eltern oder erziehen wollte, das war immer heller, sah nicht so affektiert. Ne, wenn ich irgendwie übertrieben, temperamentvoll oder verspielt war, sah nicht so affektiert. Das ging irgendwie meiner Mischpoke auf den Sack. Für mich ist das komplett affektiert und auch als Schauspielerin jetzt, als westdeutsche, europäische Schauspielerin, die Comics liebt. Ich verstehe die Mimik da nicht. Also ich liebe ja Comics und gucke dann eine Situation an und ich verstehe die mimische Sprache nicht, was mich maximal irritiert, weil ich Schauspielerin bin. Und weil ich denke, das ist ja eine Sprache, die müsste eigentlich auf der ganzen Welt verstanden werden.
bei so Banalitäten, also wenn es jetzt wirklich ein schambehafteter Moment gewesen wäre, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass einer macht anstatt aber es geht um völlige Banalitäten und der guckt, also das weiß ich nicht. Vielleicht liest man aber wirklich auch mehr rein, als ist, drin ist. Es sind ja aber auch nicht alle Szenen so. Es gibt ja auch welche, die dann schon etwas ruhiger oder mit normaler Mimik sind. Konntest du dem eigentlich überhaupt dann trotz all diesen Elementen und dem von hinten nach vorne lesen und dem übertriebenen, konntest du dem dann in einigen Szenen trotzdem irgendwas abgewinnen, ja, diesen herzerwärmenden, vielleicht etwas dick aufgetragenen, süßlichen, aber trotzdem niedlichen Geschichten? Also ich sag's dir, wie es ist, mein lieber Volker. Also die Pandemie hat mich sehr mürbe gemacht und dass jetzt noch Krieg nebenan herrscht, hat mir wirklich, wirklich den Rest gegeben. Und das hat mich beruhigt und ich habe auch die Tage danach habe ich sehr gerne an die Bilder gedacht und habe gemerkt, es hat auf mich einen sehr beruhigenden Einfluss, sodass ich glaube, ich verstehe, warum das eine Daseinsberechtigung hat. Mhm. Wenn ich da aber ein bisschen zynischer rangehen sollte, dann sage ich, da ist eine dicke Katze im Schaufenster, der Witwe kauft die Katze, der kommt nach Hause, da sitzt die Katze, mehr ist es nicht. Nee. Katze sitzt zu Hause. Katzenklo, Futter, Mann. Natürlich ist der Witwer und der manchmal kommen auch die Schmerzen durch. Aber im Prinzip ist das, ich habe zu Hause eine Katze. Ja, und das wird ein bisschen variiert in kleinen Episoden. Ja. Mal aus der Sicht der Katze, mal aus seiner Sicht. Ja. Und ab und zu, und halt, sie versichern sich ständig, wie glücklich sie miteinander sind. Aber trotzdem, und also das war auch der Grund, warum ich den vorgeschlagen hatte, es gibt mittlerweile bei uns in Deutsch so ein halbes Dutzend Katzenmangas. Das ist ein Thema, das sich an sich immer gut verkauft. Der hier ist aber einer, auf den, wo ich weiß, dass viele drauf gewartet haben. Die haben ihn schon online gelesen und waren ganz heiß darauf, dass der endlich auf Deutsch kommt. Deswegen hatte ich ihn auch gelesen. Abgesehen davon, dass ich auch eine Katze habe und ein Mann mit einer Katze bin. Hat es mich gereizt, weil das ist wirklich einer, der mehr Leuten noch gefällt als die sonstigen Katzenmangas. Und das musste ja irgendeinen Grund haben. Gut, was ist denn der Grund? Sag du es mir. Das haben wir versucht rauszufinden. Vielleicht ist es, dass eben die Katze nicht diesem typischen Niedlichkeitsfaktor oder dem Aussehen der Katze entspricht. Das stimmt doch nicht. Der ist total niedlich. Der sieht ja sogar fast aus wie ein Panda-Bär. Und dann denkst du schon, du bist in China. Aber die Idee, dass der so aussieht, das hat schon mal viele irgendwie sofort auf Anhieb angesprochen. Und nicht wie die Standardkatze aussieht. Ja, aber weil es total süß ist. Es ist, das sieht aus wie so ein dickes chinesisches Kind. Ja, das ist das komplette Kindchenschema. Und dick ist überhaupt süß. Aber es ist anders als die anderen Katzenmangas. Trotzdem. Gut, ich kenne leider jetzt nicht einen anderen Katzenmanga. Ich kann nur über diese dicke Katze sprechen. Ja, und es ist, wie gesagt, auch alles überzogen in der Mimik und auch in der Emotionalität, wie lieb sie sich haben und was einander bedeutet. Aber es ist irgendwie auch schön und ich kann mir das auch, also ein so ein Band, so alle paar Wochen, vielleicht sogar in kleinen Häppchen, nicht unbedingt am Stück gelesen, kann ich mir da auch gut reinziehen und das macht mir auch Freude und ich muss ab und zu bei einigen Szenen auch wirklich dann einfach nur lächeln, weil ich das dann einfach irgendwie bezaubernd finde. Ja. Hat es dir eigentlich Probleme gemacht, jetzt die Leserichtung in irgendeiner Form? Das geht ganz doch relativ ehrlich, ich habe irgendwann mal vor gefühlten 300 Jahren in Erlangen zum ersten Mal, wo ich immer das vergesse, wie das heißt, diese Legende des Mangas, diese 7 Bände mit den Menschen, die zu hundeähnlichen Wesen werden. Das waren 7 oder 8 Bände, die ich da gelesen habe, von hinten nach vorne. Da war ich total schnell drin. Manchmal ertappe ich mich, dass ich denke, weil ich von hinten nach vorne lese, ich müsste auch von rechts unten nach links oben lesen. Da ertappe ich mich selber bei, dass ich denke, ich müsste alles spiegelverkehrt machen. Aber das ist jetzt wirklich nicht das Problem. Nö. Und nochmal, das ist natürlich eine ganz chillende Angelegenheit. Und ich hatte auch mal eine sehr, sehr dicke Katze, die sah eigentlich so aus wie die. Nein. Jetzt haben wir einen Hund, also nicht wir, aber egal. Ich habe Tiere lieb und dennoch ist das ein Phänomen, das ich versuche zu verstehen. Hm. Also sowohl die übertriebene Mimik, wie auch die komplette Handlungslosigkeit. Wobei ich zugeben möchte, dass am Ende, ich wurde ja richtig aufgeregt, da ist dieser Konkurrenzpianist, der kauft sich auch eine Katze. Ja. Da gehen die da zusammen. Nee, von der Mutter ist die doch gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Aber ihr habt ja da erst beiden Jungs mit der Katze. Bei den alten Männern. Das ist ja doch eine Handlungsentwicklung. Ja,
Nein, ich wollte, dass du den vierten Band jetzt schon gelesen hast und mir sagst, ob sich da eine homosexuelle Geschichte draus entwickelt. Na, die ist übrigens ja schon im ersten angedeutet, was aber auch so typisch für die Manga ist. Es gibt ja einen wahnsinnig großen Bereich dieser Boys Love Mangas, dass ja dieser Kollege im Büro sie ja für ihn so schwärmt. Ja. Und ich mich zuerst fragte, das Kapitel passt so ein bisschen wenig rein da, finde ich, in den Rest. Ob das unbedingt so sein musste, aber gut, vielleicht soll da eben auch noch was entwickeln. Ich habe mich ganz gefragt, wie alt die Leute sind. Ich habe lange Zeit gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was sein Job ist und wer die Leute sind, mit denen er zusammenarbeitet. Ja. Ich dachte lange Zeit, das sind irgendwie Schüler von ihm oder das sind Arbeitskollegen. Ja, die deutlich jünger sind. Ja, deutlich jünger sind, aber er ist ja auch irgendwie sehr jung gezeichnet. Ja. Das sehr jung gezeichnet. Der alte Mann. Wobei, das muss ich sagen, mag ich eigentlich sehr gerne, wenn man so in so eine Geschichte reingeworfen wird und nichts erklärt wird. Und man ist dann wirklich die ganze Zeit so drin, weil man versucht, aus einem Nebensatz rauszukriegen, okay, ist das jetzt Schüler, Lehrer, ist das eine Musikschule oder ist er Hausmeister, keine Ahnung. Das musst du rausbekommen, wie genau, wo seine Frau, nicht mehr da ist, dauert ein bisschen, bis man das dann Genau, und das fand ich total gut, weil du die ganze Zeit eigentlich, du wirst als Leser nicht so... Also das ist, glaube ich, auch das große... Direkt auf die ersten zwei Seiten, baff, baff. Genau, das ist eigentlich das, was deswegen fand ich diese Bücher auch so spannend, das ist zwar augenscheinlich sehr naiv und sehr einfach und platt, aber so wie es erzählt wird, ist es halt überhaupt nicht. Also der Leser wird nicht für dumm gehalten, weil er mit so einer naiven Geschichte irgendwie konfrontiert ist, sondern der muss halt schon die ganze Zeit aufpassen, damit er den Faden nicht verliert. So. Und erfahrungsgemäß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann noch irgendeine homoerotische Geschichte entwickelt, recht hoch. Eigentlich ja, ne? Ja. Ich mache mich ja habe mich im Vorfeld schon mal lustig gemacht, zank dich ja immer so ein bisschen, weil du mein Manga-Gott natürlich bist. Aber von allen sechs Novels, die ich für die beiden Sendungen vorbereitet habe, wenn ich ehrlich bin, hat mir das am besten gefallen. Weil das gerade in der heutigen Zeit so ein Seelenbalsam war. Pianist kommt nach Hause, da ist eine dicke Katze. Also wirklich. Und wenn das so ist oder das auch der Sinn und Zweck von solchen Katzenmangas oder was auch ist, dann hat der komplett seine Daseinsberechtigung. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Wenn es nur ein Feel-Good-Comic ist, dann ist er dafür da. Und deswegen, vielleicht ist auch das auch der Grund, dass viele dazu greifen und das einfach Ich kann das verstehen. Und ganz ehrlich, Josephine, aber das ist ja auch ganz toll gezeichnet. Ich meine, also zeichnen können die ja alle wirklich, dass man das nicht glaubt. Ich mag ja auch Schwarz-Weiß prinzipiell sehr gerne. Das ist ja, glaube ich, oft bei Mangas, nicht immer wahrscheinlich. Fast alle sind Schwarz-Weiß. Fast alle. Es gibt nur ganz wenige. So, und ich liebe ja auch Schwarz-Weiß-Filme. Ich bin ja so eine alte Theaterwissenschaftlerin. Ich liebe Schwarz-Weiß-Filme. Ich liebe den Einsatz von Licht und Schatten in Schwarz-Weiß-Filmen. Deswegen, ich mag unheimlich gern, dass die auch Schwarz-Weiß sind. Das ist ja auch so ein Punkt. Lange Zeit sagten die deutschen Verlage, Schwarz-Weiß verkauft sich nicht so gut und das muss immer farbig sein. Und gerade die jetzt jüngere Generation liest jetzt massenhaft Schwarz-Weiß-Comics und stört sich nicht groß daran oder gar nicht daran. Ne? Die Animes sind dann in Farbe. Wenn du dir die Verfilmung anguckst, dann hast du die Farbe dazu. Tja. Ja, ich muss sagen, ich war echt überrascht. Ich hätte das als letztes mehr angeguckt, durchgelesen und es war so ein Kontrastprogramm zu dem, was ich vorher gelesen habe. Es war extrem seicht und herzerwärmend und lustig. Ich musste unglaublich viel lachen, weil es so übertrieben süß war. Ja, das stimmt. Nicht gerecht. Ich habe so oft gelacht einfach bei so banalen Situationen. Das war echt irgendwie herrlich. Und dann fand ich es ganz interessant, dass er quasi dann doch noch so eine zweite Ebene hat, wo er so ein bisschen tiefer reingeht, wie mit seiner Ehefrau und dass sie gestorben ist und wie sie sich auch kennengelernt haben. All solche Sachen kriegt man dann so in so kleinen Nuggets. Aber nicht direkt hintereinander, sondern man hat dann wieder so fünf Episoden mit der Katze nur. Und dann kommt wieder so ein klein bisschen was, nur eine halbe Seite dafür oder so und dann geht's weiter. Das fand ich echt ganz, ganz schön. Ja, und das finde ich auch tatsächlich auch wirklich sehr gekonnt. Und ich bin ja auch so eine alte Komikerin. Ich habe wirklich am Anfang, habe ich auch geschrien vor Lachen, weil ich ja wirklich dachte, nee, das glaube ich jetzt nicht, wie der kommt nach Hause oder sitzt mit der Katze. Wie jetzt Katzenklo, wie wir kaufen wieder Katzenfutter. Also das fand es so grotesk. Das ganze Streu erstmal verteilt. Wenn sie am Anfang das ganze Streu raushaut, weil er keinen Deckel drauf gemacht Brüller. Hat, das Katzenstreu. Ja, Brüller. Nee, also komm. Also gut, ich bin dir sehr gewogen, deswegen habe ich den auch vom Herzen gerne gelesen. Das beruhigt mich. Und nochmal, nachdem ich die anderen beiden Biester unter mir hatte, kann ich nur sagen, ja, das hat mich glücklich gemacht.
Danke, Manga-Kult, oder? Ja. Das ist Cross-Cult, die nennen sich, wenn sie Mangas rausbringen, Manga-Kult. Ja, genau. Also, lieber Kardinal, gerne öfter Mangas im Comic-Talk. Kriegen wir auch mehr Zielgruppe wahrscheinlich ins Boot, oder? Noch mehr Zielgruppe. Ihr lieben Menschen, wir haben noch eine Graphic Novel und das ist keine geringere als die berühmte Schriftstellerin Anais Nin von Leonie.